Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch nach der mündlichen Begründung von Frau Burkhardt-Eulitz erschließt sich mir nicht, weshalb wir heute diesen Antrag debattieren. Er ist sprachlich ungenau, er führt zu nichts und die Begründung ist mehr als dünn. Er ist deshalb sprachlich ungenau, weil ich nur etwas abschaffen kann, was es schon gibt. Das Betreuungsgeld gibt es noch nicht. Er führt zu nichts, weil, egal was der Bundesrat beschließen wird, ob mit oder ohne Zustimmung des Landes Berlin, es wird nicht dazu führen, dass die Mehrheit im Deutschen Bundestag, die unionsgeführte Regierung, ihre Meinung zu diesem Thema ändern wird. Das wissen Sie auch. Deshalb ist das ein reines Schaulaufen. Und wenn Sie nicht ein bisschen lauter rufen, dann verstehe ich hier vorne gar nichts. Aber wir können ja mal versuchen, ein bisschen gegeneinander anzubrüllen, Herr Döring. Ich fürchte, da bin ich am längeren Hebel. Am längeren Hebel. Ja, ja, genau. Aber sehr gerne, Herr Lauer. Das können Sie ja am besten, brüllen. Nur produktive Politik, die kriegen Sie nicht hin. Aber die unionsgeführte Bundesregierung, die macht produktive Politik für die Menschen in diesem Lande. Noch eine Steilvorlage, Herr Lauer? Ja? Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Vielleicht ist es doch sinnvoller, mich erstmal ausreden zu lassen. Wir haben in diesem Hause... Meine Damen und Herren, ich verstehe ja, dass Sie möglicherweise auf die eine oder andere Art und Weise sich sehr für das Thema engagieren, aber an dieser Stelle bitte, der Redner hat das Wort und im Zweifelsfall Sie bitte nicht. Herzlichen Dank. Herr Lauer, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Fahren Sie bitte fort, Herr Simon. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben in diesem Hause im zuständigen Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie am 7. Juni 2012 darüber debattiert. Wir haben im Plenum am 14. Juni 2012 über das Thema debattiert. Und wir haben im Ausschuss am 6. September 2012 debattiert. Offenbar ist es Ihnen aber sehr wichtig, die Position der CDU noch mal klar herausgearbeitet zu bekommen. Und das möchte ich dann sehr gerne tun. Mit dem allergrößten Vergnügen, liebe Opposition, betone ich noch einmal, dass wir hier keinen Konsens in der Berliner Koalition haben. Wir haben hier einen inhaltlichen Unterschied. Es handelt sich aber um ein Bundesthema und demzufolge ist das für die Berliner Koalition eher ein Randthema und wird uns ganz bestimmt nicht auseinandertreiben. Das hat der Kollege Eggert auch schon sehr deutlich hier gesagt. Zielsetzung des Betreuungsgeldes ist es, Eltern frei entscheiden zu lassen, wie ihre Kinder aufwachsen. Familien mit kleinen Kindern sollen gestärkt werden, indem ihnen mehr Freiräume eröffnet werden und nachdem sie ihr Familienleben nach eigenen Wünschen gestalten können. Auch wissenschaftliche Studien zur frühkindlichen Entwicklung zeigen auf, dass es auf die Frage nach dem richtigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot keine einheitliche Antwort für jedes Kind gibt. Es unterscheidet die Union nämlich von ihrem Menschenbild. Es ist nicht jeder gleich, sondern die Menschen sind unterschiedlich. Ob externe und familieninterne Betreuung, ob Tageseinrichtung, Kindertagespflege, Elterninitiative, Betreuung bei Vater oder Mutter, durch Großeltern oder Au-pair, ob Ganztagsangebot oder stundenweise in Anspruchnahme, alle diese Optionen sollten sich im Interesse von Vielfalt und Wahlfreiheit idealerweise ergänzen. Es ist auch nicht so, wie die Opposition uns hier glauben machen möchte, dass es Konsens ist, dass das Betreuungsgeld nicht sinnvoll ist. Es gibt auch namhafte Befürworter des Betreuungsgeldes außerhalb der Unionsfraktion. Ich nenne nur den Präsidenten des Deutschen Familienverbandes. Ich stelle fest, dass der Bund ein 10-Punkte-Programm zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung vorgelegt hat und umsetzt. Ich stelle fest, dass der Bund bis Ende 2014 genauso wie die Berliner Koalition eine Priorität in den Ausbau der Kindertagesbetreuung setzt und 5,4 Milliarden Euro an die Länder gibt. Ich meine, dass meine Fraktion hier sehr gut sprechen kann, dass das Betreuungsgeld aus unserer Sicht eine bessere Anerkennung der Erziehungsleistung ist und Wahlfreiheit in einem besseren Maße ermöglicht. Es bleibt, dieser Antrag ist Wahlkampfgetöse, ihm kann und wird die CDU-Fraktion nicht zustimmen.